80 der Singapore Airlines aus Singapur über Bangkok, Neu-Delhi, Athen ist gelandet. Singapore Airlines Nummer 982 ist gelandet. Flight 982 of Singapore Airlines. Entschuldigen Sie bitte, Don Hernandez. Mi alegro di poter salutarle in Monaco. Hier ist Kommissar Frisch. Wenn du ein Schachs auch hast, ich muss das sagen. Ist er nicht? Mrs. Patricia Fulbury aus Indianapolis, bitte. Mrs. Patricia Fulbury from Indianapolis, please contact the information desk. Mrs. Patricia Fulbury, please contact the information desk. Signor Presidente, Don Hernandez. Me alegro di poter salutarle in Munich. Mi nome è Fröschl, Commissario Fröschl. Sto a sua completa disposizione. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Herr Fröschl. Oh, Sie sprechen Deutsch. Ich dachte schon, wir haben uns verfehlt, aber dann, als noch wir drei übrig waren. Oh, pardon. Darf ich bekannt machen? Querida, este es el Commissario Fröschl della Polizia Munichese. Ich bin wirklich sehr entzückt, Sie hier begrüßen zu können. Estoy encantado de poder saludarles aquí. Wenn das eine Überraschung sein sollte, dann ist sie wirklich gelungen. Ha sido realmente una gran sorpresa. Es ist mir eine Freude und ein Vergnügen, Sie hier in München begleiten zu dürfen. Será para mí un gran placer poder acompañarles por Munich. Wenn ich bitten darf. Bitte, Herr Fröschl. Danke, Frau Endler. Don Hernandez, verehrter Herr Kollege, ich möchte nochmals betonen, wie sehr wir uns geehrt fühlen. Wie stolz wir aber auch sind, dass Ihnen das Studium unserer Münchner Polizeimethoden die Reise von Kontinent zu Kontinent wert war. Eine ganz besondere Freude ist es für mich, dass auch Sie unser Gast sind, Donna Ines. Mögen Sie sich bei uns wohlfühlen. Was immer ich dazu beitragen kann, soll geschehen. Zum Wohl. Zum Wohl. El señor Steiner dice: Espero se sienta bien entre nosotros. Todo lo que yo pueda contribuir para ello será hecho. Wie ich bedauere, dass ich nicht Spanisch gelernt habe. Aber jetzt ist es wohl ein bisschen zu spät. Trinken Sie noch einen Schluck. Bitte. Por favor. Herr Direktor Steiner, Herr Frosch, wie sehr ich mich freue, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben und mit welchen Hoffnungen ich unserer Zeit hier entgegensehe, sollen diese kleinen Präsente sagen, mehr als Worte. Herr Direktor, Herr Frosch, danke. Aber Don Hernandez, das kann ich doch gar nicht. Sie müssen sogar annehmen, ich habe für Sie ein Gesetz übertreten. Es ist verboten, präkolumbianische Altertümer zu exportieren, aber als Geschenk für Freunde. Von Gesetzeshüter zu Gesetzeshüter. Beeindruckend. Irgendwie magisch. Maya. Aussteigen, meine Herrschaften, wir sind da. Kasernen sehen doch überall in der Welt gleich aus. Gleich scheußlich. Ja, besonders schön ist es nicht, aber sicher. Unerhört sicher. Das sind so sicher wie in Abrahams Schoß. Wollen Sie damit sagen, dass wir sollen wohnen hier? Ja, selbstverständlich. Das ist unser Quartier für bevorzugte und wichtige Gäste. Oh. Na ja, für die Sicherheit sind doch wir verantwortlich. Herr Fröschl, ich halte uns nicht für in Gefahr. Ja, schon, aber von außen ist es natürlich nicht schön, aber innen schaut es ganz anders aus. Seien Sie mir nicht böse, Amigo, auf das Innen bin ich nicht neugierig, wirklich nicht. Und, Doña Inés, können wir das doch nicht zumuten, diese uncharmante Männerwelt. Außerdem ist es für uns gebucht, ein Hotel Blaues Palais. Ja, bitte, dann fahre ich hier dahin.
Bitte sehr. Dona Ines. Koffer. Don Antonio Hernandez Jiménez del Castillo. Für uns ist hier gebucht. Don Hernandez, es ist eine Ehre für unser Haus. Dona Ines. Don Hernandez, bis heute Abend. Ich werde mir erlauben, Sie gegen 19.30 Uhr abzuholen. Ich habe einen Tisch reservieren lassen. Das Lokal gefällt Ihnen bestimmt. Ich freue mich, Herr Koffer. Na, Don Hernandez, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Es ist überwältigend. Sie, der Nachbar, Gänse sind nicht von hier. Na, das haben wir gleich Ding. Aber das macht nichts, das kann man ja nicht für Hübe nehmen. Das kann ja nicht jeder aus Bayern sein. Prost, Herr Nachbar! Ja, nichts Prost! Gut, okay? Ja, Prost, Prost! So. Ah, jetzt kriegen wir eine frische Masse. Jawohl. Dankeschön, Anni. Wohl bekommst, gell? Okay. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt bei Ihnen drüben wäre, das geht mir ab. Prost! Prost! Hose für die Damen? Sie haben schon eine. Ah, das macht nichts, gibt's mir noch eine. Die ist so einsam da. Sie da vielleicht, das ist sehr schön. Was macht's denn? 3 Mark bitte. 3 Mark habe ich da, wie mit dem. 1, 2, 3, stimmt. Danke, wiederschauen. Sie. Herr Fröschel, wie halten Sie es denn hier in München mit der Unterwelt? Och, wir sind hart, aber gerecht, wenn Sie das meinen. Nein, ich meine, welche Kontakte haben Sie zu der anderen Seite? Die haben Sie doch. Ohne diese Herren wäre die Arbeit der Polizei ja fast unmöglich. Gesetzeshüter und Gesetzesbrecher müssen nur gewissermaßen Hand in Hand arbeiten. Ja, bei uns eine Hand wäscht die andere, heißt's. Ja. Wechseln wir die Tapeten. Mich würde interessieren, ein Lokal, wo sich die Unter- und die Oberwelt treffen. Die große Welt und die halbe. Sie haben da doch sicher. Ach so, Sie meinen so, so? Ah, für Sie lässt sich das bestimmt machen. Zum Wohl, Prost. Prost. Ja, Herr Kommissar. Ja? Da bin ich aber überrascht. Ja, falls Sie bei uns versuchen, wir sind sauber auf Ehre. Ja, freilich sind Sie sauber, das weiß ich. Aber manchmal schneit es ein bisschen bei euch, oder? Ja, aber Herr Kommissar, falls Sie den Dealer meinen und das Heroin, das Sie bei uns erwischt haben, ein unglücklicher Zufall. Oder soll ich Leibesvisitation bei meinen Gästen machen? Ja, ich kann Ihnen heute nicht mehr sagen als damals. Also berühren Sie sich doch, ich bin heute ganz privater. Meine Freunde möchten interessante Lokale hier in München kennenlernen. Und Ihr Club ist doch interessant, oder? Ja, dann, meine Dame, Herr Kommissar, mein Herr, bitte würden Sie mir folgen. Bitte schön. Nein, Sie, es tut mir leid, aber das geht auf keinen Fall. Aber Herr Kommissar, das dürfen Sie mir nicht abschlagen. Sie und Ihre Freunde sind selbstverständlich meine Gäste. Ich glaube, was wir beide unter selbstverständlich verstehen, unterscheidet sich grundsätzlich. Nein, nein, mein Lieber, ich zahle selber, da ist mein Wohler dabei. Herr Kommissar, wo Sie doch privat hier sind. Na, wenn Sie dienstlich... Ja, ja, mein Lieber, denken Sie doch an Ihr Geschäft. Außerdem, meine Freunde möchte ja auch ich haben, dass das meine Gäste sind. Gehen Sie damit, ja? Wie Sie wünschen. Also, zum Wohl. Von Ihnen, tanzen Sie.
Wir haben noch gar nichts. Hallo? Bitte noch eine Flasche. Selbstverständlich. Zum Wohl. Sagen Sie mal, wo ist denn eigentlich mein Freund geblieben? Er lässt Sie grüßen und wünscht Ihnen noch einen angenehmen Abend. Er hat sich auf Französisch empfohlen, er wollte Sie nicht stören. Ja, gut, dann stören Sie auch nicht. Bitte schauen. Bitte. Nachschub. Da muss ich mal hin, Mann. Aui, alle Schritte daheim. Und gib mir auch. Bitte, guten Abend. Schlüssel für die Signora. Danke. So, Hammer. Gehen wir? Eine Rose für die Dame? Das ist ja die beste Idee. Die schönste, bitte, die schönste. Haben wir irgendwo noch. Ja, ja. Dessert? Bitte schön. Danke schön, Abend. Danke sehr. Vamos. Ja, da, di, da, 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 da. Ja? Hauptsache, es schmeckt Ihnen. Ich habe eben eine interessante Meldung bekommen. Die Polizeiinspektion 17 hat bei einer Razzia im Bahnhofsviertel mehrere verdächtige Personen festgenommen. Darunter einen Lateinamerikaner. Und jetzt hören Sie gut zu. Der behauptet, Polizeipräsident und mein Gast zu sein. Auf was für Ideen Ganoven doch so kommen. Verehrter Herr Frosche, Sie haben eine merkwürdige Auffassung von Gastfreundschaft und Sorgepflicht. Wieso? Ich hab doch alles... Ja, wollen Sie denn nicht endlich Don Hernandez aus seiner misslichen Lage befreien? Ja, ich hab gar nicht... Und hoffentlich verzeiht er Ihnen. Sonst? Ah, nicht so laut. Tut mir leid, Herr Kommissar. Wir haben die Razzia seit langem geplant. Wir haben gehofft, einen internationalen Dealer zu fassen. Der Ton, naja, Papiere hat er keine bei sich. Dafür ein Päckchen Heroin in der Smokingtasche. Das müsste ihm jemand zugesteckt haben, behauptet er. Na, was hätten Sie da gemacht? Genau das Gleiche wie Sie. Und dann kommt die Schärfste. Sagt er doch, dass er Ihr Gast ist und der vom Kriminaldirektor Steiner. Ja, hätten Sie ihn doch nicht eingesperrt. Doch, genauso. Lieber Herr Kollege, ich hoffe, Sie hatten wegen mir keine Probleme. Es tut mir unendlich leid, Don Hernandez. Nada. Eigentlich, ich habe mich exzellent amüsiert. Jetzt allerdings, ich möchte gerne ins Hotel. Oh, gracias. Mich ein wenig frisch machen. Und ich glaube, das ist nicht der passende Anzug für die Tageszeit. Genau. Senor, vielen Dank für das Quartier. Ach, Frau Endler, jetzt schmeckt es endlich wieder. Sie aber, der Don, der hat sich benommen, hervorragend. Ja, wie ein echter spanischer Grande. So was kann man nicht lernen, so was ist angeboren. Ne? Obwohl, manchmal habe ich so meine Zweifel, ob der wirklich ein Polizist ist. Wissen Sie, wenn ich da an unseren Steiner denke, dann glaube ich das nicht ganz. Aber die Ines, ich meine die Dolmetscherin vom Don. Stellen Sie sich da vor, die Ines und der Don in einem Appartement. Ja und? Stört Sie das? Mich? Wieso? In keinster Weise, ich bin doch erwachsen. Nicht? Völlig vorurteilsfrei. Nicht? Ja, aber denken Sie doch mal an den Herrn Wanninger. Vielleicht ist der Don so eine Art südamerikanischer Wanninger. Ja, vielleicht. Aber das ewige Hin und Her habe ich jetzt satt, Frau Endler. Wissen Sie was? Ich frage jetzt drüben an. Die sollen mir ein Bild-Telex schicken von einem Polizeipräsidenten. Na, haben wir's. Kommen Sie mit? Das ist er. Einwandfrei. Was habe ich gesagt? Ja, Sie haben wirklich recht gehabt. Ein südamerikanischer Wanninger. Ja, na sind Sie... Ist nicht gut. Da sind Sie also nicht meiner Meinung. Aber geh, Frischl, das ist doch ein Schmarrn.
Von mir gibt's keinen Doppelgänger und in Südamerika schon gar nicht. Und überhaupt, wer sagt denn, dass ihm das Rauschgift einer in die Taschen gesteckt hat? Er selber. Ja? Mhm. Wenn's aber vielleicht schon drin war. Ein südamerikanischer Polizeichef und eine Dolmetscherin, die nicht einmal Deutsch kann. Na, das sagt doch eigentlich alles. Merkwürdig ist das schon. Aber mit dem Rauschgift hat die Ines bestimmt nichts zu tun. Oh, mein Fröschl. Du hast dich wieder einmal erwischt. Pfui, Teufel. Also ich, wenn ich besser beieinander wäre und wenn mir das alles noch was anging, dem tät ich einen Unterweltkönig servieren, dass ihm die Augen tropfen. Wie meinen Sie denn das, Herr Wanninger? Na ja, wenn er doch so gerne einen kennenlernen will, dann musst du ihm halt den Wunsch erfüllen. Ja, da wüsste ich aber nur einen. Sie, Herr Wanninger. Sind Sie halt so gut. Ich bin aber nicht so gut. Ich bin krank. Und außerdem gebe ich das alles nichts mehr an. Aber ihr habt doch einen im Büro. Wen denn? Stell dir den mal vor. Im Nadelstreifenanzug mit dem Borsalino auf dem Kopf. Na? Gefällt dir das so, der Kettwig? Ich soll einen Mafia-Boss spielen, Todi. Du spinnst. Und deswegen lässt du mich extra aus dem Seminar zurückholen, ja? Wieso hast du eine neue Flamme in Furt im Wald? Was? Da ist er, dann kannst du es doch machen. Toni, es kauft mir doch kein Mensch ab. Mit meinem Gesicht. Nicht mal ein Südamerikaner. Ja, aber Rainer, was hast denn? Entweder gehst du zu wenig ins Kino oder zu viel. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein ehrliches Gesicht. Und das hast doch du, nicht? Willst du mich einseifen, alter Freund? Nein, bestimmt nicht. Alter. Du? Nein, wirklich nicht. Ich hab nur mehr Vertrauen in deine schauspielerischen Fähigkeiten als du. Schau, wer soll denn den Ganoven spielen? Der Wanninger. Der ist krank. Und mich kennt er dann. Bleibt nur noch der Steiner, wenn's du nicht willst. Bitte, warum nicht Kriminaldirektor Steiner? Das ist ein Fabel. Das war ja doch Ihre Stimme. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Ja. Was machen Sie denn hier? Das Seminar in Fort läuft doch noch. Ja, ich brauchte ein paar Unterlagen für ein Referat, Herr Kriminaldirektor. So, na hoffentlich finden Sie die bald. Ja, vielen Dank. Sicher. Na? Also der ist es nun schon gar nicht. Aber wirklich nicht. Eine Residenz, ja, wie für einen König. Ein König der Unterwelt. Was heißt das schon, König? Auch hier hat sich das Image sehr geändert. Diese Leute sind heutzutage Top-Manager. Müssen es sein, sonst sie sind bald weg vom Fenster. So sagt man doch. Ja, so sagt man. Sie kommen wirklich nicht mit? Ja. Trotz unserer, ich möchte fast sagen, manchmal recht intimen Beziehung, würde ich ihn nur irritieren. Tja, die Zeiten sind nicht unschwierig. Die Preise steigen, das Geld ist immer weniger wert. Der Nachwuchs will weder lernen noch arbeiten. Dafür wird das Gehalt eines Generaldirektors. Das ist bei uns genauso. Dazu kommen noch Korruption und Vetternwirtschaft. Wollen Sie ein Amt, dann ist es gut, wenn Sie verwandt sind mit dem Minister oder wenigstens, dass Ihre Frau mit dem Präsidenten schläft. Sonst müssen Sie schon immens tüchtig sein und geradezu übermenschlich fleißig. Tja, ja, wir haben dieselben Probleme. Wir sind die beiden Seiten derselben Medaille. Ja, 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 ist gut. Exzellent, das sage ich auch immer. Trotzdem, ein Problem habe ich weniger als Sie. Die Beschaffung der Ware und den Absatz. Es sei denn, die Polizei produziert ihre Ware selbst. Ich meine den Verbrecher. Ein interessanter Gedanke. Gar nicht so abwegig. Und wie sieht es aus bei Ihnen mit der Konkurrenz? Uninteressant. Der Raum hier ist fest unter meiner Kontrolle. Ohne mich läuft hier gar nichts. Das gilt auch für Rauschgift, für Geld Falsches, für Antiquitäten Echte. Suponiendo, gesetzt den Fall, ich hätte einen ansehnlichen Posten anzubieten. Gesetzt den Fall, Preis und Qualität wären interessant. Wir sollten uns wiedersehen. Ja. Dass jetzt Sie so gar kein Deutsch verstehen,
Der Don, der ist doch nichts für Sie. Das ist, El Don no es un hombre para usted. Verstehen Sie? Da kann ein Unglück passieren. Eine große Katastrophe, von dem müssen Sie schnell weg. Ach, nein. El Don, será tu desgracia. Verstehen Sie mich? Sie müssen weggehen von ihm. Weggehen. Oh, und mit Ihnen gehen. Daraus kann leider nichts werden. Ich bin im dienstlichen Auftrag hier. Was? Dienstlich? Wie soll ich das verstehen? Was ist? FBI? Oh, wir sind schon lange hinter dem Don her. Wir glauben, dass er den Rauschgiftschmuggel von Mittelamerika in die Vereinigten Staaten in der Hand hat. Er ist der Chef, der große Unbekannte. Ah, ja. Aber glauben und beweisen ist zweierlei. Stimmt, aber warum dann Sie da? Deshalb bin ich ihm attachiert. Ah. Eitle Männer sprechen leichter vor Frauen. Ja, das stimmt. Bisher hatte ich leider wenig Erfolg. Ich hoffe, es klappt hier. Mit Ihrer Hilfe, Herr Kollege. Nicht Kollege. Na, dann haben Sie das alles nur gespielt. Das sind die Proben, Icarido. Allererste Qualität. Von den Plastiken über die Dollar bis zum Heroin. Bitte überzeugen Sie sich. Wenn wir einig werden, Nachschub ist reichlich vorhanden. Er liegt im Asservatenkeller von meinem Präsidium. Die Lager sind voll bis unter die Decken. Bis jetzt gehört die Ware noch mir, moralisch. Wer hat sie denn herbeigeschafft? Aber in einem halben Jahr bin ich Polizeipräsident gewesen. Unser Land bekommt eine neue Regierung. Und leider, ich bin nicht verwandt mit einem von den neuen Ministern. Und Ihre Frau hat keine Beziehungen zum Präsidenten? Bedauerlicherweise nein. Don Hernandez, machen Sie keine Dummheit. Warum sollte ich? Ich weiß immer, wann ich verloren habe. Außerdem, ich trage prinzipiell nie eine Waffe. Ich liebe keine primitiven Mittel. Que papel es das rogando tú? Sprechen Sie ruhig Deutsch, ich verstehe es sehr gut. Und die Herren haben dann auch was vom Gespräch. Ich bin vom FBI. Kompliment. Ihnen auch, Herr... Kettwig, Kommissar Kettwig. Mir wäre wohl, ich könnte sagen, angenehm. Sie haben den Gangsterboss überzeugend gespielt. Oh. Aber das sollte für einen Polizisten auch nicht schwer sein. Wie sagten Sie so richtig? Die zwei Seiten derselben Medaille. Bei aller Liebe zu einem zünftigen Ratsch, aber sollten wir unser Gespräch nicht lieber an einen anderen Ort verlegen? Bitte, Don Hernandez. Falls Sie mich festnehmen wollen, ja? Ich muss Sie leider enttäuschen. Ich genieße diplomatische Immunität. Okay. Tut mir leid, mein Lieber. Ihr Pass ist gefälscht. Was ist vom FBI lange festgestellt? Was habe ich denn so zu erwarten? Na ja, zwei, höchstens drei Jahre. Oder möchten Sie lieber nach drüben abgeschoben werden? Vamos, Senores. Offensichtlich, Sie kennen nicht unsere Gefängnisse. Zwei Jahre kommen mir sehr gelegen. Dann sind meine Leute wieder an der Macht.